Was geben. Also der Henry hat mit Sicherheit noch was. Ich habe das Notfunkstück dabei. Da sind ja da wären welche. Nicht verloren gehen. Komm schon einige. Ja. So steht er gut. Darüber. Ich würde sagen, der hier passt. Ne? Könnt ihr wenigstens aneinander klicken und auf einmal transportieren? Will ich vielleicht gar nicht. Ja, praktischer. Helles Grau oder dunkles Grau? Was ja, hättest ja. du gern? Ja. Willst du jetzt um den Mast legen? Ja, drehen doch einfach alles. Müssen wir jetzt den Mast einfach drehen? Drehen wir doch einfach durch. Einfachste. Ja, ja. Rollen sie auf. Losmachen. Nee, also. Also, wickeln wir das gerade. Ja. Jetzt warst du ein bisschen länger gemacht. Beide Korkshaben sind angeschlossen. Die Korksverbindungen sind mit Tape gegen Eindringen von Nässe gesichert. Das bleibt weg. Ein möglichst großer und kräftiger Helfer trägt den Beam zum Mast und schiebt ihn von einer Weite aus auf das letzte Segment des Mastes. Ein zweiter Helfer löst die obere Maststelle und schiebt von der zweiten Seite aus das 40 mm Segment vorsichtig weit nach oben und so weiter und so fort. So. Kabel des Dreibandbeams und des 40 Meter Dipols können mit etwas Tape auf etwa 1,5 Meter Länge unterhalb des unteren Ballons zusammengefasst werden. Man legt sie am besten als lockere Schlaufe mit einem Durchmesser von etwa 50 cm anderthalb Mal über der oberen Abspannung um den Mast. Nee, das passt schon, ich werde bloß die Schlaufe ein bisschen größer machen. Die Schlaufe machen wir größer, ja. Und dann ist nämlich die Geschichte, die Fixierung von der Kabel war nämlich nicht am Mast, weil der dreht, sondern an der obersten Abspannung. An der Abspannung, genau. Da ist festgemacht. Ja, weil das ist mein Fixpunkt, wo meine alles Kabel andere bewegt und alles andere oben drüber ist beweglich. Genau. So. Warum hatten wir denn hier das? Und der Dynamo-Load verträgt 300 Watt. Warm ist es hier, ich habe meinen Hut vergessen. Conditions. Und aus Rauschen ist relativ. Naja, du hast immer Conditions. Ja, außer du hast einen schlechten Spiegel, dann hast du ein bisschen Probleme. Als ja. Und bei mir hat er angebaut ein Display aus einem Kopierer, ja. Mein Display ist. Das ist doch lecker zum Umrühren. Ein Unfall. Gut. Und da die ganzen kleinen Sachen, da ist ja zückend. Sehr schön. Laterne. Das ist noch nie passiert. Du bist schon oft auf Bildern, der Film lebt noch. Genau. Ich bin jetzt lang drin. Ich bin hier kleine Birne drin, gell? Ja. Ja, ja. Und den Tisch kannst du nicht nach. Ja, ja, klar. Wir sehen noch gut aus, ist. Geht immer recht flott in der Wurst. Ja, die sind ganz, ganz flott. Die langen eine schon. Die probierst du jetzt mal. Ja, die vielleicht noch ein bisschen. Hast du erhört?
versuch das zu verstehen. Der ist aber daneben. Das sagt er immer gleich, left click. Oh, das wird ein Contest. Da sind wir zu spät dran. Das ist ein Contest. So, hallo Slavik, hier Delta Charlie 7 Alpha Tango. Das ist ja mal schön, dass wir uns hier mal treffen. Das hätte ich auch nie gedacht, denn ich selber habe noch keine Anlage zu Hause. Ich bin jetzt hier beim Tim an der Anlage bei unserem Field Day vom Alpha 12 hier in Enzberg. Das ist in der Nähe von Pforzheim, kennst du vielleicht doch auch. Gut, wie bekommt ihr deinen Ruhestand denn so? Ja, alles klar, du Slavik. Na prima. Ja, dann hast du es auf jeden Fall ja auch alles bald geschafft da bei dir und findest dann Ruhe. Aber du hast ja immer schon für dein Hobby noch Zeit gefunden. Und ich weiß ja, was da bei dir alles so Equipment steht. Da läuft es ja immer dann gut und wir werden mal schauen. Vielleicht lässt sich doch mal einrenken, dass ich da in der Richtung was mache. Aber sonst habe ich den Tim, da kann ich irgendwo mal im Club oder so auch nochmal was machen. Ne? Das wird schon, irgendwo kommt man mal wieder ran. Aber das ist jetzt, glaube ich, mein drittes QSO erst hier an seiner Station. Gut, also dann grüßt dann die Familie dort und bis die Tage mal wieder, soll es hier gewesen sein von Delta Charlie 7 Alpha Tango. Tschüss, Slavik. Guten Morgen. Ihr sitzt sicher seit gestern Abend noch hier. Zwischendurch waren wir auch mal.